Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropanda quält sich und heute ist mal wieder das Super Nintendo dran und mal wieder ein Zuschauerwunsch. Ja, und zwar von dem geschätzten Kollegen Videogames. Ich habe ihn wie immer natürlich euch unten verlinkt. Besucht seinen Kanal, es ist wirklich einer mit einer fantastischen Stimme. Macht sehr, sehr viel Spaß, ihm zuzuhören und bei seinen Videos zuzuschauen, sage ich mal. Besucht ihn auf jeden Fall, ihr werdet es nicht bereuen. Ja, wenn wie immer der Aufruf an euch, wenn ihr auch noch Wünsche habt für diese Serie, geeignet sind entweder 8- oder 16-Bit-Spiele, die euch auf irgendeine Weise geärgert haben oder einfach schlecht sind, dann einfach die Kommentare. Ich habe eine Liste, wo ich alles mal draufschreibe und dann schaue ich mir jetzt alles nach und nach an. Ja, und zwar der gute Videogames, ihr habt es schon gesehen, hat sich gewünscht, Chester Cheetah in... Oh, jetzt habe ich gerade den Untertitel vergessen. Blablabla, ja. Chester Cheetah ist, soweit ich weiß, glaube ich, ein Frühstücksflockentier in den USA. Soweit ich weiß, ist das Spiel bei uns nicht erschienen. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein und mal gucken, ob wir wirklich was verpasst haben. Genau. Too cool, too fool natürlich. Mehr 90er geht nicht, würde ich sagen. Da musste alles cool oder edgy sein oder ich weiß es auch nicht. Okay. Stage 1. Yo, friend. It's time to split this den with mean Eugene. Okay. Halt, yo. Ne? Lass mal machen. Okay. Ich würde sagen, grafisch sieht es gar nicht so verkehrt aus. Was können wir? Springen? Klar, ist ein Plattformer. Das war's. Wir können springen. Wir haben keine Fähigkeiten. Okay, wir können uns ducken. Ha, okay. Lieblose Lizenzversoftung. Ah, und sie wollten noch nicht mal was Besonderes einbringen anscheinend. Aber okay, hey, schauen wir mal. Und wir bewegen... Oh. Okay. Kann ich nicht tot machen? Gut. Musik ist so das, was man erwartet, würde ich sagen. Das hat mich verletzt. Grafisch finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, aber... Ich sehe es schon. Keine Ahnung, ich sammle einfach mal diese Punkte da ein. Das Level-Design ist jetzt nicht sehr gerade spannend. Einfach eine Ebene mit Gegnern. Okay. Muss ich da jetzt irgendwas machen? Okay. Ein Bulldozer. Okay. Ein Bulldog auf dem Bulldozer. Ah, okay. Ich habe halt nicht gesehen, dass ich das irgendwie verletzt habe, ne? Aber was halt so ein bisschen stört, ihr seht es vielleicht schon selber, ist halt die Steuerung. Er bewegt sich verdammt langsam. Ohne E-Gitarre, da passiert bestimmt irgendwas, oder? Also ich kann ihn jetzt gerade nicht steuern. Was hat das jetzt gerade gebracht? Herrlich, wunderbar. Ja, ganz viele Gegner. Aber dieses langsame Bewegen. Oh, vielleicht laufe ich jetzt irgendwie schneller. Ich drück mal alle Knöpfe. Weiß ich, vielleicht jetzt zweimal nach vorwärts drücke oder irgendwie sowas. Oh. Jawohl! Jetzt wird es dunkler. Oder laufe ich jetzt schon schneller? Weil dadurch, dass ich die Sonnenbrille bekommen habe, wird es ja dunkler und damit sind jetzt mehr von diesen Sachen erschienen. Keine Ahnung, ob das die Cool-Sicht ist. Aber wie setze ich denn jetzt die Schuhe ein? Soll ich irgendwie auf Select drücken? Das war Start. Ja, weil ein bisschen schneller laufen, ganz ehrlich, fände ich jetzt persönlich nicht schlecht. Weil das macht jedes Spiel kaputt, wenn es irgendwie zu langsam ist. Okay, das haben wir uns bei Mario abgeguckt anscheinend. Ja, ist gut, ist gut. Das ist natürlich auch immer so, ne? Wenn man getroffen wird, dass das irgendwie so ewig braucht, dass man was macht. Also gut, wir haben schon mal wesentlich schlechtere Spiele hier in dieser Serie gehabt. Aber ich weiß nicht, so bis auf die Grafik. Auch guckt euch mal diese Szene hier an. Das ist doch einfach nur langweilig designt, oder? So ein paar Röhrensysteme, wo wir jetzt irgendwie rum
gammeln, sage ich mal. Ja, komm. Nee, ich will da hochkommen. Und das sind auch so ewig langsam. Ach, komm. Ich will hier wieder raus. Auch wenn es hier Goodies gibt. Es macht aber keinen Spaß. Na, keine Action. Gehen wir hier hoch. Ach, hier kann ich beschleunigen quasi. Wenn ich in der Röhre bin, geht es da nicht hoch. Okay. Ach, da war ich ja schon. Gott, jetzt muss ich wieder ganz zum Anfang hin. Ah. Na, guckt euch das mal an. Das ist einfach so... so unnötig, sage ich mal. So. Jetzt sind wir da wieder raus. Aber guckt euch mal an. Okay, es gibt so kleine Hindernisse. Okay, hier werde ich wahrscheinlich auf diese Fische denn drauf springen müssen. Zack. Und natürlich gleich fahren. Immerhin erscheine ich wieder sofort da, wo ich war. Hä, wie soll ich da jetzt rüber? Was ist das für ein Mist jetzt? Bin ich jetzt irgendwie zu doof? Also, wie gesagt, wie immer. Hä? Ich wäre doch jetzt gerade theoretisch auf dem Fisch gelandet, oder nicht? Das heißt eigentlich nur, dass ich hier jetzt wieder irgendwie rein muss. Um denn unten rum. Oh, das war vielleicht doch der Ausgang und ich habe es nur nicht gerafft. Es ist einfach mega sperrig. Also ich glaube, der Hauptfeind in diesem Spiel... Na komm, hier geht doch eine Röhre hoch. Wieso kann ich hier nicht hoch? Raff ich nicht. Tut mir leid, verstehe ich nicht. Hier geht es auch nicht weiter. Also der Hauptfeind in diesem Spiel ist auch das langsame Bewegen. Daran mag man sich vielleicht gewöhnen. Aber der Hauptfeind an diesem Spiel ist wirklich das Level-Design, habe ich das Gefühl. Ich weiß zwar natürlich nicht, wie die späteren Level aussehen, aber im ersten Level gibt man sich ja eigentlich besonders Mühe. Wieso komme ich hier nicht hoch? Mann! Also doch nicht unten? Mann. Wieso komme ich da nicht hoch? Jetzt klappt's. Oh, ich habe einmal das Timing richtig gehabt. Jetzt habe ich ein Leben verloren. Lass mich raten. Jetzt fange ich wieder ganz von vorne an. Leute. Ich würde sagen, das reicht, oder? Ist eine relativ kurze Folge, aber das Spiel ist einfach so... so... meh. So... ich weiß nicht. Macht keinen Spaß. Und zwar... es ist ein Standard-Plattformer natürlich. Sie haben sich nichts großartig Neues überlegt. Was okay ist. Aber das Vorhandene ist halt nicht so gut umgesetzt. Wenn man hier so Mario sieht. Zack, zack, zack. Im ersten Level gleich Action ohne Ende. Hier hat man langsames Bewegen. Dann ab und zu mal ein Hindernis, hier so Gegner und so. Ich weiß ja, also der Hauptfeind ist, glaube ich, wirklich, also die Technik geht in Ordnung. Also die grafische Gestaltung gefällt mir, die Musik ist halt relativ nichtssagend, aber stört jetzt auch nicht, würde ich sagen. Ja, keine Ahnung. Ist so ein, nicht richtig, richtig scheiße, aber auch nicht wirklich gut, dass man sich das jetzt unbedingt mal anschauen würde. Also ich würde sagen, immer noch ein würdiger Kandidat hier auf jeden Fall. Das Quälen hat sich so ein bisschen in Grenzen gehalten, auch wenn ich zwischendurch natürlich wie immer etwas geflucht habe, aber ihr kennt das bei dieser Serie. Also, lieber Videogames, danke für deinen Wunsch. Und wie gesagt, wenn ihr auch noch einen Wunsch habt, einfach rein in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und danke, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut!